Beim Public Viewing gelten im Prinzip die gleichen Hinweise und Tipps wie für alle anderen Veranstaltungen, bei denen es zu großen Menschenansammlungen kommt. Wie verhält man sich denn, wenn man zu einer großen öffentlichen Public Viewing-Veranstaltung geht? Was muss man da beachten? Passen Sie auf sich auf, passen Sie auf Ihre Mitfeiernden auf, behalten Sie sich gegenseitig ein bisschen im Blick. Haben Sie auch ein Auge auf Ihre Taschen und Wertgegenstände. Wenn es Ärger gibt, lassen Sie sich nicht provozieren. Und wenn Sie irgendwelche verdächtigen Gegenstände oder Personen sehen, dann melden Sie das direkt der Polizei unter der Telefonnummer 110. Und ja, haben Sie Spaß beim Feiern. Das wird den Spaßfaktor erhöhen, wenn man weiß, auf was man achten muss. Die unvermeidlichen Autokorsos, jetzt vielleicht nach dem ersten Spiel noch nicht, aber später dann, gibt es dabei irgendwelche Regeln, die zu beachten sind? Für Autokorsos oder das Verhalten in Autokorsos gelten die gleichen Regeln wie sonst auch im Straßenverkehr. Dabei ist insbesondere zu nennen die Anschnallpflicht, aber auch die Pflicht zur Sitzplatzbenutzung, also stehen auf Ladeflächen oder mitfahren auf der Motorhaube, das geht nicht. Die Sitzplätze sind da zu benutzen. Ansonsten die Ladungssicherung im Hinblick auf Dekoartikel und ganz wichtig auch die Regeln im Hinblick auf Alkohol im Straßenverkehr gelten hier natürlich ganz genauso wie sonst auch. Sie sprechen die Dekoartikel an. Gibt es da irgendwelche besonderen Hinweise zu beachten sind? Der eine oder andere von uns wird sich vielleicht schon mal gefragt haben, ob das 99 Cent Fähnle das auch aushält, wenn man da vor allem auf der Autobahn fährt zum Beispiel? Ja, es muss alles sicher angebracht sein. Derjenige, der die Deko am Fahrzeug anbringt, der trägt die Verantwortung dafür, dass das alles den Regeln entspricht, und er trägt auch die Verantwortung dafür, wenn Gefahren für andere entstehen. Gerade auf der Autobahn kann das durchaus sehr schnell der Fall sein. Viele der Dekoartikel, Fähnchen oder sonstige Dinge, die da an den Fahrzeugen angebracht werden, sind für die hohen Geschwindigkeiten oft nicht ausgelegt. Wenn sich sowas löst vom Fahrzeug und auf der Frontscheibe des nachfolgenden Autos landet, dann kann das durchaus schnell zu erheblichen Gefahren führen.